Meine Lieben, immer wieder höre ich, ich möchte abnehmen, gerade bei den Frauen, und die trauen sich deshalb nicht, Kraftsport zu machen. Das heißt, sie haben Angst, wenn sie Kraftsport machen, kriegen sie zu dicke Arme oder zu dicke Beine und nehmen nicht ab. Ganz wichtig ist, wenn wir abnehmen wollen, müssen wir Krafttraining machen. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass wir Krafttraining machen. Das sollte einfach sein, das sollte überall machbar sein und man sollte keine Geräte haben müssen, weil das sind nämlich immer Ausreden. Ich habe keine Geräte, habe keine Zeit, es ist alles so kompliziert und es dauert lange. Jetzt möchte ich euch einzelne Übungen zeigen, die ihr einfach machen könnt, wo ihr keine Geräte braucht und wo ihr eure Kraft trainiert. Und zwar nicht einzelne Muskelpartien, sondern schon den ganzen Körper. Die erste Übung, einfach in eine Liegestützhalte gehen. Erstmal nur für Anfänger. Liegestütz. Da ist ganz wichtig, dass die Hände unter der Schulter erstmal sind, der Bauch rein, die Schulterblätter tief. Für die Anfänger wirklich erstmal nur auf dem Ellbogen hier, Unterarm und dann langsam wieder hoch. Das wird am Anfang sehr schwierig sein. Wichtig ist, dass ihr hier wirklich stark bleibt und nicht durchhängt. Wirklich tief, tief, kurz halten, hoch, hoch. Ja? Ihr merkt, das ist jetzt nicht nur was für die Arme, sondern ihr müsst den ganzen Körper stabilisieren. Der ganze Rumpf muss stabil sein. So, wenn das jetzt ab und zu gemacht wird und nicht mehr anstrengend ist, dann geht ihr einfach ganz runter und ganz wieder hoch. Ganz runter auf die Unterarme und ganz wieder hoch. Und ihr werdet merken, allein die Übung, wenn ihr die jeden Tag einmal macht, werdet ihr unheimlich stark die Bauchregionen trainieren, also die Körpermitte wird stabilisiert, die Arme, und ihr werdet merken, nach der Übung wird bestimmt ein Liegestütz auch nicht so schwer fallen. In diesem Sinne viel Spaß.